So, und damit herzlich willkommen zur dritten Spielfigur. Wie ihr schon sehen könnt, hallo meine lieben Damen und Herren, spielen wir heute die gute Jinx. Ja, das leicht explosive, gereizte Mädel ist heute am Start und zwar in ihrer vollkommen jungfräulichen Phase. Das klang beim letzten Mal schon ziemlich seltsam, als ich das gesagt habe. War das ein Let's Player? Was? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich spiele das erste Mal heute mit Jinx. Es ist derselbe Tag, in dem ich auch Warwick gezockt habe. Ich bin motiviert, diesen Kampf zu gewinnen. Mein Ziel, unter 2 kann ich nach Hause zu gehen. Ich bin auf der Botline zusammen mit irgendjemand anderem. Wir haben keinen Jungler dieses Game. Oh, das habe ich nicht gekauft. Wir haben keinen Jungler dieses Game. Empfohlen, Ashe and Jinx. Und dann hole ich mir die Dorans Klinge als erstes. Ja, wie gesagt, es sollte an sich eigentlich genau dasselbe Prinzip wie Ashe sein. Ich finde es ziemlich traurig, dass wir bis jetzt noch nie gewonnen haben. Obwohl ich eigentlich von der Score her ziemlich gut bin. Stufe 1W. Ich habe doch hier irgendwo Waffenwechsel, genau. Raketenwerfer, normaler Angriff von 110% Schaden an Jinx Ziel. Ich gehe mal nicht so weit raus, aus dem Grunde, ich das erstmal durchlesen muss. Das soll man auf jeden Fall als erstes skillen, das weiß ich schon. 110 Schaden an Jinx Ziel und alle Gegner in der Nähe erhalten 75 Reichweite und 7 Mana, aber es ist so ein Schuss, die 13 Mana glaube ich abrodings. Normale Angriffe gewähren Zeiger auf 5 Verlangen ziehen. Wie wechsle ich das denn? Jinx tauscht ihre Waffen. Ach so, man wechselt mit Q und schießt dann. Alles klar. Das ist das finde ich gut. Wer braucht Gründe? Die Minigans sind die auch Leben ab? Die Vasallen sind erschienen. Dann lasse ich erstmal die Minigun drinnen. Ne, jetzt habe ich den Raketenwerfer drin. Jetzt habe ich die Minigun drin. Alles klar. Erzähl es nicht mehr an den Waffen, geil. So, ich gehe mal hier, weil der Warwick wird bestimmt junglen. Ja, also ich habe. Mir wurde jetzt mittlerweile auch erzählt, dass mit dem Warwick, dass ich versuchen muss, so früh wie möglich. Moment, Moment. Mit A wieder fahren. Er ist in der ersten aufpassen, dass der Master irgendwie nicht die ganzen Farm wegnimmt. Ist mich auch ziemlich gut. Ja, es geht schon um Wurst. Okay, 3 von 6 für mich. Los, gar kein da. Hä? Gar kein auf der Lane oder was? Und dann wechsle ich mal ganz kurz zu Fuß, ich will das mal aus. So, wieder zurückwechseln. Und warte mal, ich hab gehört, das kann man gut zum Farmen nehmen. Okay, das ist ja zweckentfremdend. Moment. Ja, ich muss halt jetzt. Moment. Ich schaue einen Schockschuss ab, ah, okay, das war das mit dem Verlangsamen und kurz Schaden geben. Ach, hier ist die andere Jinx, okay. So, einmal drauf und dann, da sieht gut aus. Genau, hier ist, bringt das gerade was. Zieht aber halt Mana ab ohne Ende. So, okay, das muss ich noch unter Kontrolle kriegen. Sehr schön. Oh, jetzt hat mich der Tor erwischt. Okay, Tragschuppen. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer mit dem Raketenwerfer, das Farmen nicht zu vernachlässigen. Also, das ist deutlich, sollte mir angewöhnt beim Raketenwerfer, das Farmen nicht zu vernachlässigen. Die hat zuerst den Schockschuss genommen, alles klar, das heißt, müssen wir aufpassen. Okay. Hat sie versucht, mich in ihrer Falle zu locken. Ich Level 3. Jetzt bin ich auch Level 3. Habe ich schon wieder gewechselt? Oh, wechsel. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht wechselt zu oft. Oh, fuck. Ja, jetzt bin ich selbst reingelaufen, ich wollte eigentlich daneben laufen. Das funktioniert einmal gar nicht mit dem Farming gerade, ey. 7? Really? Ich habe auch 7 Farmen.
Okay, wechseln. Ja, das ist gut. Nein, 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 nein. Wunderschön hat das gemacht. Oh, hat er noch gar nicht gemacht. Aber ich kann mir das jetzt mal hier ein bisschen am Turm nicht gütig. Oh, ich hole mir lieber die Viecher hier. Ich glaube, wenn ich auf große Gruppen ziehe, dann nehme ich zuerst einen Raketenwerfer und dann fange ich an mit der Gatlin zu schießen. Ich muss aufpassen, dass der Turm mich nicht erwischt, sonst war's das. So, dann den Raketenwerfer sollte man zuerst drillen. Hieß es? Vertrauenswürdig? Keine Ahnung. Ich habe einfach nur YouTube-Video vorher angeschaut, damit ich wenigstens nicht ganz ablese beim ersten Game. Und wie man sieht, es gestaltet sich doch recht schwer momentan, ne? Mensch. Und drauf! So. Bam! Bam! Und wechseln. Oh, ich wollte gleich wechseln. Wechseln. So. Aufpassen, dass ich... Okay, da ist die Jinx wieder. Wechseln. Okay, ein bisschen aufpassen. Die heizen uns ganz schön ein gerade. Ich will euch mit 1000 K noch nicht nach Hause gehen. Obwohl, nee, ich glaube, da kommt gleich eine ganze Ecke an. Okay, wieder zurück. Achso, da tut die Minigun automatisch leiden. Oh, 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 sie hat's auf mich abgesehen auf jeden Fall, weil ich es wenn ich Leben habe. Ich glaube, ich werde zurückgehen müssen, es bringt nicht viel. Obwohl, ich glaube, es ist auch ziemlich schlecht, wenn ich jetzt zurückgehe. Wee! Yay! Und rum. Oh, 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 weiter, weiter, weiter. Okay, gut. Schafft sie nicht mehr. Hoffe ich. Hoffe ich. 3 zu 2 steht momentan. Die Jinx ist natürlich jetzt ein bisschen... Oh! Okay. Ah, Jinx 4 für Jinx. Na gut, dann passt das ja. Achso, ich darf auch nicht vergessen, die E's zu benutzen. Ja, das kann ich auch. So. Gehe ich jetzt mal hier mit der... Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Nicht, dass die auf die dumme Idee kommt, mich klauen zu wollen. So. Habe ich sie wieder erwischt. Ah, fuck, das ist auch Master Yi, okay. Oh, fuck! Nee, 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 nee. Gut gegankt. Nein, habe ich in dem Moment natürlich jetzt gar nicht gerechnet. So, jetzt habe ich alle Start-Items. Jetzt geht's... Early Game habe ich auch schon. Jetzt geht's weiter mit dem Game-Item. Und ich bin jetzt einmal gestorben. Das ist natürlich ziemlich doof. Bin mit 1,5 gestorben ungefähr. Ich habe jetzt nicht genau drauf geschaut, aber es müssten jetzt 1,5 gewesen sein. Ich finde den Charakter auf jeden Fall niedlich. So. Jetzt, wie sieht das hier jetzt aus? Alle tot oder was? Dann gucke ich jetzt mal hier. Ich glaube, soweit wir werden die nicht jungeln, wenn... Ich glaube, die werden dann eher von hier kommen. Deswegen will ich hier mal eine Lampe reinsetzen. Ich hoffe ja, dass ich mit Jinx schnell den Drachen hinkriege, aber ich glaube es eher weniger. Oh fuck, das war so dumm.
Ja, das ist so, das war jetzt nicht so klug. Das war jetzt echt nicht so klug. Da bin ich, bin noch ein bisschen... Ich wechsle mal. Oh, ho, 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 ho. Kann ich? Ich kann. Moment, ein Stück zurückgehen, das ist wichtig bei Jinx. Umso weiter man zurückgeht, umso mehr Schaden macht das Ding. Bam! Flächenschaden, Flächenschaden. So ist das Leben schön. Flächenschaden, Flächenschaden. So macht das Leben Spaß. So macht das Leben Spaß. Ich gebe hier richtig Gas. Allerdings ist die Level 8. Das gibt es aber nicht momentan ein bisschen mehr Gas. So. Oh, gang, gang, gang. Nach hier oben, nach hier oben, nach hier oben. Was? Fuck. Boah, und geschafft. So, Flächenschaden links raus machen. Ich bin dir voll egal. Na gut, dann kümmere ich mich gegen. So. Vollkommen richtig. Okay. Das mit dem Üben ist. Eigentlich an sich ist es ja wie jeder AD Carrier, bloß mit den Fähigkeiten bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Das war, hatte ich auch bei Lux. Ich habe auch versucht mit Lux zu spielen. Habe ich auch am Anfang einfach die ganzen Fähigkeiten immer nur benutzt. Ich benutze immer noch die ganzen Fähigkeiten immer nur, weil ich noch nicht genau weiß, wie praktisch die überhaupt sind. Deswegen probiere ich die immer sofort aus und naja. Okay. Geil. So. So, jetzt habe ich hier schon ein bisschen dem abgezogen, allerdings nicht wirklich viel. So. Und ich glaube, die hier behalte ich mal, dann wird sie bestimmt länger gestunt, gell? Sobald sie scharf gemacht sind, bei Kontakt explodieren sie, dann ist es halt durch. Ja, okay, das wird, das tut sich dann im Schaden äußern. Bam, 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 und nochmal, und nochmal, und nochmal. Sehr, sehr schön. Und ich wieder auf die Links wechseln. Soll ich auch kurz das übertreiben mit der Gun, aber gerade hier bei solchen Stellen ist es ziemlich gut. Flächenschaden. Hier zum Beispiel bei drei Gegnern. Okay, jetzt ist die Gun alle gewesen. Ja, die Raketenwerfer jetzt ist... Was? Fuck. Okay. Ihre Antheranum hat Never SP getötet. Da ist aber schon wieder drauf gegangen. So, dann holen wir uns den hier mal. Für 300 können wir uns unseren Sicht leisten. Das war Gold und Gold. Da gibt es ordentlich Gold dazu. Da muss ich aufpassen, dass ich mit dem AD Carrier jetzt vorsichtiger spiele, weil viel Leben haben wir ja nicht. Wenn man sich dann vergleicht, einfach mal, ich denke mal, der damit viel Leben haben im Vergleich. Oh, okay. Doch nicht. Jüngster geht auch die Sonne Level 8, okay, das heißt, die ist mir gar nicht so weit voraus. Okay, hier hinten geht's gerade los, Moment. Erwischen wir den, das wäre natürlich nichts. Ne, das schaffen wir nicht. Den Master Key kann ich gerade auch nicht helfen. Pushen wir mal die Mitte ein bisschen. So, ich werde hier jetzt wieder auf A umsteigen. Quatsch. Hat er nicht überlebt, okay. Er hat überlebt, meine ich. Hat sie nicht geschafft. Und dann... Bam! So, auch zwei erwischt, sehr schön. So, und dann kommt mal her. So, die hier noch schnell wegmachen. Am besten vor dem Turm. Dann hat der Turm nicht das Mitmachrecht. Der Rice kommt jetzt auch wieder. Und ich tue jetzt hier mal eine Laterne reinsetzen. Und hier geht's wieder zu den Minions. So, dann tun wir euch mal hier wechseln.
Boom, neun, das ist Boom, 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 und drei. Oh, süße vier sogar. Da braucht der Rice. Die Kommentare auch sind ziemlich nice. Ha, Rice, könnte das nice, oh je. Der Yi kommt jetzt hier weg. Und wir gehen beide von hinten. Jawoll, schön. Ich dachte, ich meine Fischdinger machen das jetzt, aber anscheinend nicht ganz so. So, wir sind zu dritt. Kein... Jetzt gehen die da hinten. Und da ist ja viele Sticks, sehe ich gerade. Macht die zweite Idee eigentlich auch Schaden an den Füßen? Drauf. Erstmal kurz den Schild aktivieren.